Mein Gott, jetzt ist es offiziell. Was denn? Kein Jubel? Kein Freudenschrei? Judith, jetzt hast du gleich zwei neue Betreuer. Den Chef und Robert, das ist doch eine fabelhafte Lösung. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Unter uns heulen macht mehr Spaß. Jetzt betreut der Mistkerl auch noch meine Habilarbeit. Und ich freue mich sogar drauf. Nicht zu fassen. Wer, Robert? Ich muss verrückt sein. Ich habe gedacht, ich muss die ganze Arbeit schmeißen. Dabei habe ich so gekämpft, um jedes Kapitel, jede Seite, jede Zeile. Ich habe gedacht, ich habe ein Lebensspiel verloren. Warum machst du es dir so schwer, hm? Weil ich mich so freue. Ich gehe jetzt eine Runde heulen. Okay, du versuchst weiter Hoffer zu erreichen. Der muss ja irgendwo sein. Okay. Dr. Kolmer. Keine Verbindung, wo Jono bleibt. Polytrauma, tiefe klaffende Wunden, Aufprall von vorn und Körper mittig. Hohe Kollisionsgeschwindigkeit. Wahrscheinlich hat er nicht mal mehr Zeit zu ertrinken. Er ist einfach auf ihn zugerast. Er hat ja noch nicht mal versucht auszuweichen. Hier spricht 1433. Ich brauche eine Funk zum Dienstwagen von Joe Hoffer, LKA, zweite Mordkommission. Joe, ist irgendwas passiert. Können Sie mir das bitte ausreden? Ich wusste gar nicht, dass du deinem Chef so hängst. Wenn er nicht rumnölt, fehlt irgendwas. Wussten Sie, dass eine Forelle genauso viel Schmerzsensoren im Maul hat wie wir im Auge? Fast 50. Das ist ein Barsch. Derselben Schmerz, oder? Vergib uns nicht unsere Schuld. Einen Moment bitte! Hetzel Harnisch, Kriminalpolizei. Was ist mit der Fähre? Es gab einen Bootsunfall. Sie müssen sich leider noch ein bisschen gedulden. Hallo, Frau Berg! Da muss ich schon mein ganzes Leben lang. Entschuldigen Sie, Sie können hier nicht durch. Und Sie auch nicht. Ich werde abgeholt von der Dame. Wir fahren gleich. Das Funkgerät in Hoffers Dienstwagen ist auch tot. Das ist eine optimistische Formulierung. Entschuldigung, kannst du hier vielleicht mal so ein Absperrbandchen machen, oder was? Das ist schon eine Arbeit. Der Wunsch ist allein los heute Morgen mit dem Boot. Na, die Fähre fährt ja nicht. Na, herrlich. Wenn der Tag hält, was der Morgen verspricht, hm? Was ist hier eigentlich passiert? Das Boot! Badehof auf! Das ist passiert. Hallo! Da! Das Boot! Badehof auf! Seien Sie vorsichtig! Loslassen! Entschuldigung. Ich kümmere mich um Sie. Entschuldigen Sie! Entschuldigung! Die Frau steht doch unter Schock. Moment. Nehmen Sie die Hand weg. Kennen Sie den Mann? Frau Berg. Es tut mir leid. Ich war schon mal verheiratet. Das Boot gehört der Firma, für die Frau Berg arbeitet. Ihre Personalien bitte. Kann das mal jemand aufnehmen hier? Ihre Tasche. Bleiben Sie ruhig, ganz ruhig. Sie kennen den Bootsführer? Hagen Munsch. Wir wohnen beide drüben im Gästehaus der Firma, auf der Insel. Joe Hoffer hat einen Verkehrsunfall. Er liegt im Krankenhaus. Was? Hier, bitte. In welchem Krankenhaus? Gerüchter Gott. So schnell kann man doch gar nicht ertrinken. Wenn man nichts anderes mehr will. Kippt er einfach über Bord. Aber er hat dieser Hagen Munsch doch gestern Abend noch mit dem Firmenchef gegessen. Ja, und zwar ziemlich fröhlich. Und heute Morgen überfährt ein anderer. Unfall, Panik, Fahrerflucht. Irgendwann kommt er zur Besinnung, dreht um, sieht, was er eingerichtet hat. Scham, Schuld, Angst vor den Konsequenzen, insbesondere den juristischen. Polizei ist schon da, Panik, Selbstmord. Andersrum. Zuerst war die Panik und deshalb hat er den Angriff überfahren. Was auch immer diese Panik in ihm hervorgerufen hat, es muss im Gästehaus passiert sein. Max? Da,
Ein Tatverdächtiger, flüchtig. Die Kollegen haben eine Straßensperre aufgebaut. Da kommt da schon erhöhte Geschwindigkeit, schwerer Jeep, natürlich geklaut. Hat uns auf der Fahrerseite erwischt und Joe saß am Steuer. Ich hatte Glück. Wenn man so sagen will, ich kann das nicht. Wie geht's ihm? Gut, bis auf ein paar Kratzer und einen Oberschenkel, an dem sie rumoperieren wollen jetzt hier. Das heißt, 2 Tage Krankenhaus und ein paar Tage Krücken. Aber vor allem heißt es, dass ihr so hundsgemein freundlich sein werdet zu mir. So verdammt nachsichtig und so unerträglich liebenswert, dass ich schon jetzt das große Schütteln kriege. Oh, furchtbar. Der Mann aus Eisen. Die Schneidbrenner warten. Ist schön, dass ihr da seid. Was war los an der Havel? Habt ihr den Verursacher? Die haben mir so eine LMA-Pille gegeben. Wahrscheinlich quatsche ich deshalb so viel. Oder ist es die Angst? Frau Hoffer, dann wollen wir mal. Bin gleich zurück. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Ein Toter mit einer Erektion. Die Natur macht aber auch manchmal obszöne Späße. Eine postmortale Teilerektion habe ich auch noch nicht gesehen. Der Unfallverursacher? Hagen Munsch, Todesursache Selbstmord durch Ertrinken, geht fast dem Anschein nach. Am Penis sind Farbspuren. Rot, ringförmig verwischt, vermutlich Lippenstift, wo die wohl herkommen. Gehst du mal bitte den Objektträger? Fred? Ja. Wer hat dich denn so zugerichtet? Ich hab halt Schlag bei Frauen. Eine Punktionsstelle unmittelbar neben der Peniswurzelschamme. Da. Eine frische Punktionsstelle am Penis. 2. 2 Punktionsstellen. Und das war nicht die Natur und es ist alles andere als ein Spaß. Maschine im Sekretariat funktioniert. Danke Ihnen. Wann? Heute Abend? Beschäftigt. Danach auch. Hey, jeder braucht mal einen netten Abend. Es geht überhaupt nichts an, wo ich gestern Abend... Schrei mich nicht an! Liebste Mami, der Doktor war gerade da, ich habe keine Schmerzen mehr. Mami, ich warte auf dich. Die Zeit anrufen, es ist eine Katastrophe für uns alle. Frau Dr. Prober, ich will nicht, dass mein Mann erfährt, dass ich im Gästehaus war. Nicht wann, nicht wie oft und vor allem nicht, dass ich mit beiden verhandelt habe. Und ich will mich auf sie verlassen können, immer. Auch wenn mein Mann mit ihnen schläft. Der Chef und die Sekretärin, wie originell. Wissen Sie, ich wollte Ihnen... Ach, kommen Sie. Wir sind Frauen und beide alt genug. Eine geballte Ladung Sex, herrenlos. Diese Firma steht vor dem Bankrott. Bringen Sie Ihre Zukunft nicht in Gefahr, Mann. Und auch nicht meine. Komm. Er ist tot. Einfach tot. Wir hätten den Vertrag unterschreiben können, gestern Nachmittag. Wir standen kurz vor dem Abschluss. So kurz. Wieso war Munsch allein heute Morgen? Wo warst du? Bitte. Bitte was? Er wollte Geld in diese Firma investieren, viel Geld. Und er wollte ein bisschen von der Wärme, die man nur von einer Frau bekommt. Und er wollte sie von dir. Was ist schon dabei, Emma? Unsere Firma ist nicht mehr liquide. Die Hypothek auf unser Privathaus, die ist aufgefressen. Ich bin am Ende. Emma sagt, dass du mich liebst. Sag's jetzt, komm, ich brauch's jetzt, komm. Du hast es so oft gesagt, Emma. Ich hab dich geliebt, Emma. So sehr. Kümmere dich um Ike Huber. Du weißt, wie wichtig er für uns ist. Oh Gott, was hab ich den beiden für Zucker in den Arsch geblasen? Und was noch? Wie was noch? Vielleicht war es nicht gerade der Hintern. Aber sie hatten einen sehr langen und wunderschönen Abend, die beiden Herren.
Du hast dir sicher erzählt, nicht wahr? Ich war auch dabei, in gewisser Weise jedenfalls. Ich hab's für dich getan. Der Huber will dich sprechen jetzt. Ah. Sowas tut man noch nicht meiner Prostituierten an. Emma. Ja, danke. Tschüss. Joe ist immer noch im OP, schon seit 6 Stunden. Das ist Joes Stuhl. Ja, exklusiv für seinen heiligen Hintern. Wer informiert die Angehörigen? Wir? Ja, ich hatte die Frau des alten Anglers schon benachrichtigt. Die arme Frau hat einen Zusammenbruch gehabt. Der Verursacher wurde in Frankfurt am Main. Wohnte, meine ich. Hagen Munsch, Investmentbanker, verheiratet, 48. 3 Kinder. Kaffee? Keinen starken kriegen. Der spritzt nicht mal, wenn du den Backstein reinschmeißt. Fein. Muss ich mich jetzt für 3 denken. So, Firma Transanalytik, Berlin-Steglitz. Hersteller von medizinischer Analysetechnik. Du bist jetzt ein Heiligtum. Eigentumsform AG. Firmenchef ist der Hans Vorbach und seine Frau Dr. Axa Vorbach. Dümmer. Ich frag mich, was Joe machen würde. Geheiligt wäre sein Name. Kein Backstein da. Mhm. Also, es war ein Unfall. Was noch? Joe würde wahrscheinlich den... Ja, wir werden aus diesem Zimmer einen Tempel machen. Aus dem Schreibtisch ein Altar und vor dem Stuhl werden wir niederknien. Morgens, mittags und abends. Und bei Bedarf. Wir sollten uns auf jeden Fall das Gästehaus mal ansehen. Scheiße. Max, was ist los? Zitterst du? Ja, da steckt der Unfall noch in den Knochen. Ich sehe immer dieselben Filme. Endlosschleife. Angst, Angst. Er greift mich von allen Seiten an. Moment mal, hier sind nicht nur 2 Punktionsstellen, hier sind 4. 2 frischere und 2 ältere, die schon mit Schorf belegt sind. Die frischen, wann wurden die beigebracht? Ein paar Stunden vor Todeseintritt. Wenn wir es genau brauchen, müssen wir die Wundalterbestimmung machen. Und die älteren? Vor 4, 5 Tagen. Die Wundhöfe sind noch erkennbar. Fred? Es hing kein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Da ist jemand neugierig. Also 4 Punktionsstellen, 2 davon frisch und unmittelbar an der Wurzel eines postmortal erigierten Penis. Wahrscheinlich wurde er aufgespritzt. Aufgespritzt? Der Penis? Mit Kochsalzlösung in die Schwellkörper. Wird in der Diagnostik angewendet bei erektiler Dysfunktion. Bei Impotenz? Wie lange hält denn sowas aufrecht? 4, 5, 6 Stunden. Stunden? Mhm. Das hieße, er war in andrologischer Behandlung. Nachts? Na, wer soll ihm denn die Spritze beigebracht haben? Er sich selbst? Jedenfalls kein Arzt. Siehst du dir an. Massive Gewebeeinrisse. Die Erektion muss schmerzhaft gewesen sein. Vielleicht hat er sich eine Überdosis gesetzt. Kochsalzlösung, meine ich. Bei einer Dauererektion muss man sofort zum Arzt. Ansonsten riskiert man eine lebenslange Impotenz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Fluch des Priap. Ich spiele euch ja ungern den Dummen, aber wer ist das, Priap? Ein römischer Gott mit ständig irrigiertem Glied. Wurde hauptsächlich als Vogelscheuche eingesetzt. Ich habe aufgehört zu rauchen, aber ich spiele immer noch damit. Es gibt Dinge, die vergisst man schwer. Vielleicht niemals. Können Sie vergessen? Welch ein ohrenbetäubendes Schweigen. Was? Was soll ich vergessen? Mein ganzes Leben? Was ist bloß in Munsch gefahren? Bringt sich einfach um. Was ist? Haben Sie vergessen, wie man lächelt? Ich meine, richtig lächelt. Nicht nur mit dem Mund, sondern mit den Augen, mit der Seele. Na, schweigen. Schweigen, schweigen, schweigen. Sie haben eine Tochter, die chronisch krank ist. Wie lange schon? Schweigen. 6 Jahre. Sie leidet an Morbus Crohn und allergisch induzierter Atemnot. Das heißt, sie hat einen erhöhten Therapiebedarf, den keine Krankenkasse vollständig abdeckt. Sie zahlen dazu.
Monat für Monat, Jahr für Jahr. Für Medikamente, spezielle Arztkosten, den Pflegemehraufwand. Sie sind alleinstehend. Wie machen Sie das? Und was macht Ihre Tochter, wenn Sie einmal nicht mehr können? Schweigen. Haben Sie mir gerade Geld angeboten? Wer war im Gästehaus gestern Abend? Ich habe da Stimmen gehört aus dem Zimmer von Hagen Munsch. Sie? Mein Chef wartet auf mich. Oder seine Frau. Wie viel Geld habe ich Ihnen eigentlich gerade angeboten? Investieren Sie in die Firma. Damit kaufen Sie mich. Sie sind ein Werbegeschenk. Unbezahlbar. Na, sehen Sie, jetzt habe ich es schon wieder getan. Da ist etwas in mir, das nicht vergessen kann. Und manchmal denke ich, anderen geht's genauso. Also? Wie viel? Offiziell und der Uni gegenüber ist der Chef dein Betreuer. Er ist Professor, ich kenne mich besser aus mit... Mir. Forensischer Entomologie. Mein kleiner Chef. Neue Praktikantin. Wann kann ich die nächsten Kapitel lesen? Ich bringe sie morgen mit, okay? Ich hole sie bei dir ab heute Abend, einverstanden? Ich bringe sie dir vorbei, gut? Ab sofort will ich dich nur noch in Hosen sehen. So schlimm, wenn ich einen Rock trage? Hochgeschlossene Blusen, flache Schuhe. Oh, musst du gelitten haben. Was Neues von Joe Grünbeinchen? Er wurde gerade aus dem OP gebracht. 8,5 Stunden? Ich gehe bei ihm vorbei. Robert, er muss erst seine Narkose ausschlafen. Ich werde sein eiskaltes Händchen halten. Und, wie geht's dir? Robert versachlicht unsere Beziehung. Ich meine, er macht das witzig und nett, aber... Du weißt nicht, ob du es aushältst, hm? Doch, ich halte es nicht aus. Leise bitte, er ist erschöpft. Kann ich das OP-Protokoll lesen? Erlaubnis habe ich. Kommen Sie mal her zu mir. Das weiß ich, dass uns der Tod nicht in unserer stärksten Verfassung erwischt. Wenn er kommt. Welcher Tod? Kommst du klar? Ohne dich? Hör zu. Falls einer von uns beiden vor dem anderen stirbt, weißt du, werde ich meinen Job an den Nagel hängen. Ist gut. Dachte mir, dass du das. Emma, der. Emma, mach auf, komm, bitte, bitte. Emma. Er will, dass du ihn zum Gästehaus bringst. Jetzt. Er wartet unten. Meine Tochter ist gerade ein... Ruf deine Pflege an, ich bezahle es, versprochen. Was hast du mir nicht schon alles versprochen? Und gegeben. Für dich, für deine Tochter, die immer als ein moralisches Feigenblatt herhalten muss, für das, was du sowieso gern tust. Ah, ich bin betrunken, Entschuldigung. Du kannst Sex haben, mit wem du willst. Sogar mit dir. Aber was heißt wollen? Es geht ums Geld. Immer. Es geht immer ums Geld. Besonders, wenn es nicht darum geht. Dass er repräsentiert. Tu's für dich. Für deine Tochter und tu's für mich. Wie oft habe ich den Satz schon gehört, Hans? Wie viele Jahre? Also? Ein Leben. Weggeschmissen für eine Währung, die sich als Falschgeld erweist. Kommen Sie dich an. Und wenn nicht, feuerst du mich dann? Und wenn es das Letzte ist, was ich tun muss?
verstehst du? Gute Nacht. Hey. Ah. Joe sitzt im Rollstuhl. Splitterbruch im Hüftgelenk. Wie lange? Na, ein paar Wochen. Mindestens. Was ist? Ich warte. Worauf? Bis du fertig bist, völlig. Mit dem Lesen. Was ist denn das für ein Zucken? Robert? Angst? Ich habe einen Pulli und eine Hose an. Ich bin geschlossen, von oben bis unten. Judith! Komm her, ich liebe große Frauen. Bis morgen. Tschüss. Überstunden, Übersetzung, Kaffee kochen, lächeln, telefonieren. Immer freundlich, immer präsent. Immer wie aus dem Ei gepellt. Sie tun alles, was man ihnen sagt, nicht wahr? Sogar jetzt. Ein Fingerschnips und sie marschieren. Sie haben Glück. Da ist noch Licht. Frauen wie Sie, die ihren Mann stehen in den Vorzimmern dieser Welt, die es ohne sie gar nicht gäbe. Guten Nacht. Halt, nach Hause ist da. Die es ohne sie gar nicht gäbe, ohne Frauen wie sie, feucht euch untergehen. Frauen, die immer höflich sind, aber nie fröhlich, die nie richtig jung waren und nicht in Würde altern können. Immer robust und tough und das einsame Herz auf dem rechten Fleck. Aber in Wirklichkeit voller Angst und kleine Mädchen. Frauen, die das sind, was aus Menschen wird, die ihr Leben für eine Existenz hergeben. Ihre Intelligenz für Sicherheit und ihre Gefühle für einen Ehering. Welche Gefühle? Und das Leben verrinnt. Dunkel und träge, wie ein Fluss in der Nacht. Sie sollen mich nach Hause bringen und nicht hier stehen lassen wie ein Denkmal. Was für ein schöner Arsch. Was haben Sie gesagt? Wie viel? Ich meine, wie viel heute? Geben Sie mir die Schlüssel. Da ist das Bett. Nun kommen Sie schon. Das sind nur noch ein paar Schrittchen. Da ist Licht. Das sind 30, 40 Meter. Ich gebe Ihnen 50 Euro für 10 Meter. Bitte. Ja, 500 Euro für 10 Meter. Nächster. 1000 Euro für 20 Meter. Welche Frau ist jemals so gut bezahlt worden? Meine Hund. Ja, denken Sie doch mal an Ihre Tochter. Das Pfefferspray in meiner Tasche. Echt dummer Trick aus einem kleinen Sekretärinnenhirn. Scheißkerl. Auch gut. Machen wir einen flotten Dreier, oder? Ganz bestimmt. Er braucht Hilfe. Nein! Sie waren nicht hier! H.E.? Robert? Was? Pass? Was ist? Er hat die gleichen Punktionsstellen. An der Penisnase? 4 Einstiche? Nein, 2 mit Schorf belegt. Das heißt älter. Auch 4 oder 5 Tage alt? Das ist kein Zufall. Ich weiß es nicht, ich bin kein Mann. Was auch heißt, dass das gestern was anderes war. Hass. Du meinst, das war kein Selbstmord? Zweifle an allem wenigstens einmal. Anders gesagt, nimm von einer Sache, die du zu begreifen scheinst, wenigstens einmal das Gegenteil an. Komm, ma siebte Maxime. Schon notiert. Und jetzt? Wir setzen den Penis ab. Histologie des Stichkanals, histologische Wundalterbestimmung der Punktionsstellen. Bei ihm gehen wir sofort mit einer erweiterten Toxikologie ran und die Asservate von gestern nehmen wir uns nochmal vor. Blut, Urin, Organe. Es muss was dabei sein, was wir übersehen haben. Das gemeinsame Dritte. Sex, Geld, Tod. Das explosivste Motivtrio. Würde Joe jetzt sagen. Also ein Verbrennungsschock mit anschließendem Ertrinken. Brandbeschleuniger dürfte ein Aerosol gewesen sein, jedenfalls keine Flüssigkeit. Für die chemische Analyse brauchen wir noch ein bisschen. Unfall, Mord, Selbstmord, Totschlag, Notwehr, Kampfspuren? Selbstmord nicht, Unfall kaum, keine Kampfspuren. 2 Tote, beide Investmentberater, die die Firma möglicherweise vor der Insolvenz bewahrt hätten. Wer hat ein Motiv, das zu verhindern? Stop, erstmal hat man Selbstmord. In dem begeht man in der Regel aus Schuld, Scham, Angst, Depression. Und was ist mit den Punktionsstellen am Penis? Was ist da passiert und wo? Beide Männer hatten je 2 Einstiche, die 4 bis 5 Tage alt sind. Und warum hatte der Tote von gestern 2 frische Punktionen, die zu einer qualvollen Dauererektion geführt haben? Sex oder Geld? Was ist das wichtigere Motiv? Joe, wir müssen auf hier. Max. Max. Das Gästehaus mal ansehen? Ja, das ist bereits veranlasst. Ich mache die Wundalterbestimmung. Ich brauche noch eine Vergleichs-DNA für die Lippenstiftspur. Ich bringe so viele Lippenstifte mit, wie es geht. Bin gleich da.
Was ist eigentlich mit unserem Boot? Das ist noch bei der Spurensicherung. Sie haben Ihre Tasche gar nicht dabei heute. Ich wollte, dass Sie sich sicher fühlen. Oh, Sie sind auch ohne Schlag fertig. Also Dr. Huber ist hier ausgestiegen und Sie sind dann weiter zur Fernlegestelle gefahren. Ist das richtig? Wann war das? Ich hatte keine Uhr dabei. Jeder kann hier ran und wegfahren, ohne dass es besonders auffällt. Ein paar Kampfspuren wären schön, so Schleifspuren zum Fluss oder so. Der Hitzeschock könnte ihn desorientiert, möglicherweise kurz betäubt haben, aber nicht getötet. Und Abwehrspuren haben wir keine. Hm. Das bedeutet einfach, es ging alles sehr, sehr schnell. Könnte es sein, dass sein Tod etwas mit Sex zu tun hat? Sex? Sex? Den er hatte, den er wollte oder den er nicht bekam? Meinem Mann und mir gehört das Grundstück und den Banden natürlich das meiste. Ich habe Sie schon erwartet. Axa Vorbach, hallo. Hallo. Kommen Sie doch bitte. Ja, Tag in Munch gewohnt? Ja. Judith? Und hier Dr. Eko Huber. Residiert. Mhm. Seine Sachen müssen wir leider mitnehmen. Edsel. Judith hat die Punktionsstellen untersucht. Erstens, es wurden keine toxischen Substanzen injiziert. Und zweitens, die älteren Punktionsstellen wurden vor 4 Tagen gesetzt. Und das heißt, bei beiden Männern zur gleichen Zeit. Ich weiß. Nur Blumen bitte. Viel Blumen. Ja. Ein Waffenschrank. Ja, ein Waffenschrank. Manche Gäste lieben die Jagd. Mhm. Wo waren Sie gestern Abend? Ja, da muss ich meinen Rechtsanwalt anrufen, ganz wie im Film. Sie können mir auch einfach meine Frage beantworten. Solche Filme gibt's auch. Bloß ist immer denselben Lippenstift. Nichts ist leerer als ein leerer Swimmingpool. Oh, ein Melancholiker. Ich dachte Rechtsmediziner. Sie irren sich. Und Sie sind immer da, wo Frau Berg ist. Warum? Also gut, ich werde die Karten auf den Tisch legen. Ich habe sie umgebracht. Beide. Mit leeren Händen und nichts als meinem Willen. Sie können mir nichts beweisen. Und diesem Geständnis folgt meine Entführung per Hubschrauber. Schrapp, 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 schrapp. Hören Sie? Wir haben eine Lippenstiftspur gefunden am Penis von Hagen Munch. Darin Hautpartikel und darin eine weibliche DNA. Was für ein Kleinstadtskandal. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie um Ihre Lippenstifte bitten würde? Ich sage ausdrücklich bitten, denn um sie zu verlangen, bräuchte ich eine richterliche Erlaubnis. Die habe ich nicht. Was haben Sie denn? Gefühle, denen ich misstraue. Und welche? Ich kann zum Beispiel nicht vergessen, wie der Mann auf dem Boot sie angesehen hat. An der Fähranlegestelle. Alles an ihm meinte sie. Sein Selbstmord auch? Meinen Sie das? Wo waren Sie am letzten Donnerstag? Donnerstag? Da waren wir beide hier. Mit Lippenstift auf unseren Lippen. Und vorgestern? Auch. Der Lippenstift beweist gar nichts. In jedem Lippenstift, der mal benutzt wurde, bleiben Hautpartikel zurück. Und jede beschuldigte Frau kann sagen, tja, der hat ihn mir weggenommen und sich damit bemalt. Mensch, Robert hat das doch nur benutzt. In der Hoffnung, dass eine der beiden Frauen einen Fehler machen würde. Also ist die Frage, wer war am Donnerstag im Gästehaus und was ist da passiert? Herrgott, Kinder, frag doch mal rum! Es muss doch einen Hausmeister geben oder eine Saubermachfrau oder einen Elektriker, der irgendwas repariert hat oder einen Gärtner. Herrgott nochmal, ich muss hier raus. Ich mach das jetzt nicht länger mit. Bulbocagnin im Blut von Hagen Munch. Ach. Kommt so selten vor, dass es nicht mal in unserer GCMS-Referenzbibliothek war.
Bulbocapnin kommt überall vor. Auf jeder größeren Wiese kannst du es pflücken. Hohler Krähendorn enthält bis 6% Alkaloide, am meisten Bulbocapnin. Hagen Munch war keine Kuh. Bulbocapnin wirkt auf Zentralnervensystem und erzeugt eine katalepsieartige Bewegungsstarre. Die Konzentration ist viel zu schwach. Und wenn er eine höhere Dosis überlebt hat, 5-6 Stunden, und der Körper das Mittel inzwischen abgebaut hat? Dann hat er die Hölle überlebt. Ich weiß, du schläfst. Mein Schneewittchen. Ich glaube, in unserem Märchen bin ich jetzt die Königin. Zuletzt, weißt du, muss man immer die glühenden Pantoffel anziehen und tanzen. Bis zum Umfallen. So rede ich. Blubber. Hör nicht hin. Es ist nur, weil es so still hier. So furchtbar still. Nein, wir sind ganz nah dran. Wir haben alle Spuren. Das Bulbocapnin ist der Schlüssel. Nochmal. Erstens, Donnerstag, heute vor 5 Tagen. Beide Männer setzen sich oder bekommen jeweils 2 Injektionen in die Peniswurzel. Nehmen wir einem Gäste aus der Firma. Da diese Injektionen einen bestimmten Zweck verfolgen, nehmen wir weiter und zugegeben vereinfacht an, dass mindestens eine Frau anwesend war. Zweitens, 4 Tage nach diesem Donnerstag begeht einer der beiden Männer Selbstmord. Offenbar aus Panik und nachdem er wenige Stunden zuvor 2 weitere Injektionen in den Penis bekam, die zu einer qualvollen Dauererektion führten. Alles unter dem Einfluss von Bulbocapnin. Was erklärt, dass er keine Abwehrspuren hatte? Er war bei Bewusstsein, aber er konnte keinen einzigen Muskel bewegen, ja? Dann wird der zweite Mann tot aufgefunden. Einen Tag später, ebenfalls ertrunken, aber nach einem Hitzeschock. Rache? Wofür? Sexuellen Missbrauch? Für eine 6 Stunden Vergewaltigung durch 2 Männer mit aufgespritztem Penis? Was ist? Nein. Schlimmer. Viel schlimmer. Vorbach! Was? Ein Einbruch? Und die Waffen? Die Polizei. Sag ihnen, ich bin gleich da, ja. Das, was Dr. Huber das Gesicht verbrannt hat, war ein Spray. Ein Haarspray. Der chemischen Zusammensetzung nach müsste es ein sogenanntes Full Blast Spray gewesen sein, womit man das Haarvolumen aufbauscht. Ein Full Blast Spray. Ich habe gerade eins gesehen, aber wo? Robert, ich muss. Meine Tochter wartet. In der Handtasche der Sekretärin. Ist viel raus als. Ich muss. Du denkst, an dem Donnerstag haben die Männer ihr das Bulbocapnin? Die haben sie zur Puppe gemacht. Die haben sich die Penisse hochgespritzt und. Eine Gliederpuppe? Ich rufe im LKA an. Vielleicht ist einer der Jungs noch da. Emma?
Trink. Als Bulbokatnin, Hydrochloride, ist die Substanz wasserlöslich, durchsichtig und geschmacksneutral. Das ist natürlich ideal für die Beibringung. LD50 bei 145 Milligramm pro Kilogramm. LD? Letale Dosis. Bei einer Einnahme von 145 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht stirbt die Hälfte. Das hier. Und die Wirkzeit? 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis der Tod eintritt, wenn man kein Gegenmittel spritzt. Das ist Diebstahl. Ja. Und deine Angst? Weißt du, sie hatten es groß. Alles, was eine Frau sich erträumt. Und nicht klein zu kriegen. Eine Stunde, zwei, drei. Ich hörte jemand schreien, die niemand hört. Das war ich. Oh, was für eine Party. Der Sex meines Lebens. Sie hat mir was ins Glas getan. Du weißt doch, was es war, nicht? Sie hat es von dir. Munch hat nicht aufgehört, sich darüber zu freuen. So wie du jetzt. Freude über Freude. Er lächelt und lacht. Ein schönes Kaskelchen hast du ihm gemacht. Sie sich nicht unglücklich? Meinen Sie, ich soll mich nicht unglücklich machen? Er trinkt oder seine Atmung setzt aus. Er braucht ein Gegenmittel. Jetzt. Weg. Das ist nass, das schießt nicht mehr. Sie lügen. Vielleicht. Drücken Sie ab. Na los. Na los! Er stirbt! Er kann sich zusehen dabei! Er stirbt nur einmal. Ich bin viermal gestorben. Oder fünf. Er ist in der Hölle. Wohin soll er denn noch? Sie sind auch nur ein Mann. Nein, wir sind Menschen. Sie, ich und er auch. Nein! Doch! Wann war Ihre Tochter gestorben? Letzten Donnerstag. Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag. Sie hat Schneewittchen genannt. Und wenn es nicht gestorben wäre, dann... Hätte sich diese Frau niemals gewehrt. Nein. Wie die meisten. Was ist mit Max? Er hat gekündigt. Ach. Angst, sich jemals wieder in ein Polizeiauto zu setzen. Aber Joe hat gesagt, er kann wiederkommen, jederzeit.